Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rainer Oppenrein. Märchen von den Gebrüdern Grimm. Die Lebenszeit. Als Gott die Welt geschaffen hatte und allen Kreaturen ihre Lebenszeit bestimmen wollte, kam der Esel und fragte: Herr, wie lange soll ich leben? 30 Jahre, antwortete Gott. Ist dir das recht? Ach Herr, erwiderte der Esel, das ist eine lange Zeit. Bedenke mein mühseliges Dasein. Von morgen bis in die Nacht schwere Lasten tragen, Kornsäcke in die Mühle schleppen, damit andere das Brot essen, mit nichts als mit Schlägen und Fußtritten ermuntert und aufgefrischt zu werden. Erlass mir einen Teil der langen Zeit. Da erbarmte sich Gott und schenkte ihm 18 Jahre. Der Esel ging getröstet weg und der Hund erschien. Wie lange willst du leben? Sprach Gott zu ihm. Dem Esel sind 30 Jahre zu viel, du aber wirst damit zufrieden sein. Herr, antwortete der Hund, ist das dein Wille? Bedenke, was ich laufen muss. Das halten meine Füße so lange nicht aus. Und ich habe erst die Stimme zum Bellen verloren und die Zähne zum Beißen. Was bleibt mir übrig, als aus einer Ecke in die andere zu laufen und zu knurren? Gott sah, dass er recht hatte, und er ließ ihm 12 Jahre. Darauf kam der Affe. Du willst wohl gerne 30 Jahre leben, sprach der Herr zu ihm. Du brauchst nicht zu arbeiten wie der Esel und der Hund und bist immer guter Dinge. Ach Herr, antwortete er, das sieht so aus, ist aber anders. Wenn's Hirsenbrei regnet, habe ich keinen Löffel. Ich soll immer lustige Streiche machen, Gesichter schneiden, damit die Leute lachen, und wenn sie mir einen Apfel reichen und ich beiße hinein, so ist er sauer. Wie oft steckt die Traurigkeit hinter dem Spaß? 30 Jahre halte ich das nicht aus. Gott war gnädig und schenkte ihm 10 Jahre. Endlich erschien der Mensch, war freudig, gesund und frisch und bat Gott, ihm seine Zeit zu bestimmen. 30 Jahre sollst du leben, sprach der Herr. Ist dir das genug? Welch eine kurze Zeit, rief der Mensch. Wenn ich mein Haus gebaut habe und das Feuer auf meinem eigenen Herde brennt, wenn ich Bäume gepflanzt habe, die blühen und Früchte tragen und ich meines Lebens froh zu werden gedenke, so soll ich sterben. O Herr, verlängere meine Zeit. Ich will dir die 18 Jahre des Esels zulegen, sagte Gott. Das ist nicht genug, erwiderte der Mensch. Du sollst auch die 12 Jahre des Hundes haben. Immer noch zu wenig. Wohlan, sagte Gott, ich will dir noch die 10 Jahre des Affen geben, aber mehr erhältst du nicht. Der Mensch ging fort, war aber nicht zufriedengestellt. Also lebt der Mensch 70 Jahre. Die ersten 30 Jahre sind seine menschlichen Jahre. Die gehen schnell dahin. Da ist er gesund, heiter, arbeitet mit Lust und freut sich seines Daseins. Hierauf folgen die 18 Jahre des Esels. Da wird ihm eine Last nach der anderen auferlegt. Er muss das Korn tragen, das andere nährt. Und Schläge und Tritte sind der Lohn seiner treuen Dienste. Dann kommen die 12 Jahre des Hundes. Da liegt er in den Ecken, knurrt und hat keine Zähne mehr zum Beißen. Und wenn diese Zeit vorüber ist, so machen die 10 Jahre des Affen den Beschluss. Da ist der Mensch wachköpfig und närrisch, treibt alberne Dinge und wird ein Spott der Kinder. Ende von Die Lebenszeit.